Souls Brettspiele durchgespielt. Galaxy Defenders heute, mein Name ist Nils. Und wir sehen, auf dem Brett ist so einiges los. Diese Runde gab es keine Reinforcements, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, Powers werden zurückgedreht. Die habe ich aber gar nicht benutzt, diese Power hier. Die Runde, das heißt einfach, das Einzige, was passiert ist, ich würfel nochmal und verteile hier gleich, wer Erster ist. Aber das mache ich gleich. Als allererstes darf der nochmal würfeln, denn es ist ja wieder jemand gekillt worden. Und da ist auch mein GD-Symbol. Das heißt, gleich im Verborgenen, wenn die Kamera aus ist, gebe ich dem noch eine Basistaktik auf jeden Fall und verteile, wer hier Startspieler wird. Bitte habt da dran die im Kopf, dass die beiden gejammt haben. Und hier, das zeige ich euch noch eben, der Teleporter geht raus für immer und da bleibt jetzt ein Feuer stehen. Ja, wahrscheinlich wird der Startspieler, damit der einfach feuert, das habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es direkt losgeht, nach dem nächsten kleinen Schnitt. Ich habe mir hier eine Basistaktik ausgewählt und als allererstes wird er hier, dafür habe ich mich entschieden, ballern. Klar, jetzt kann ich mir überlegen, auf den grünen oder den blauen. Diese Runde hat ja noch keiner Schaden. Entweder beide zusammen schießen auf einen, grün oder blau. Wenn der grüne aktiviert wird, das tut mir richtig weh. Also versuche ich, den grünen auszunocken. Leider ist die Waffe ja noch gejammt. Also, ich verzichte auf meine Movement-Aktion und meine Action und gebe das Jam-Symbol weg. Und dann habe ich 4 rote Würfel, wie immer eigentlich. Ja, und ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Immer dran denken, die Blitze bewahren mich vor dem Wiederjam. Aber, oh, einen Blitz habe ich. 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. Guckt euch das an. Wow! Was für ein Schuss. Ja, 5 Treffer. Also, hiermit 4. Er nimmt also die 4 Treffer und guckt mal, wie viel er vertragen kann. Nichts. Ein Schild, zwei Schild, zwei Schilde. Also, 2 Treffer. Das ist doch nicht das Schlechteste, was passieren konnte. Ja, und damit hat der natürlich alles gemacht. Für Unjam und so weiter hat er ja sein Movement aufgegeben und auch seine eine normale Action, geschossen hat er auch. Das heißt, es bleibt mir nur noch über, am Ende in die Alien-Phase überzugehen und alle blauen Aliens. Bei den Küttern, wenn die weit weg sind, bei den blauen, das sind diese hier, die blauen Spine-Critter, dann habe ich hier, wie man sieht, Fokus mal im ein, das ist er nicht, also erst 2. Ich bewege mich 2 ran. 1, 2 und zwar immer zum meist Verwundeten. Wenn er in ein benachbartes kommt, darf ich mich ran begeben. Das habe ich hier gemacht. Ja, ich muss noch ganz kurz wiederholen, der hat natürlich keine Verteidigung mehr. Ich habe keinen mehr mit einer Verteidigung. Das heißt, ich darf sogar noch einen Würfel mehr würfeln, weil dann habe ich ja 5 gemacht. Wäre aber auch ein Schild gewesen. Also hat das hier nichts geändert. Angreifen tut er nicht mehr, sozusagen, wenn er ranrennt. Das ist es. Damit haben die Aliens ihren Zug gemacht. Kleine Ergänzung. Ich habe einen gekillt. Darum... Nee, habe ich nicht. Quatsch. Wie blöd. Also, soweit so gut. Er steht jetzt wieder neben jemanden. Das heißt, er kann nichts anderes machen, als wahrscheinlich ballern. Ich habe das vorher nicht festgelegt. Jetzt ist ja hier der Marine dran. Es gibt eine optionale Regel. Die optionale Regel besagt, wenn einer im Nahkampf ist, wie er hier jetzt, dann kann ich nur den nächsten angreifen. Es gibt aber auch die Regel, wenn man ohne die spielt, dass man jeden angreifen kann, der da ist. Ich spiele mit der Regel. Das macht es etwas einfacher mit mich, gebe ich euch gerne zu. Aber warum? Weil ich euch etwas Bestimmtes zeigen will. Also, ich nutze meinen, jetzt hier um zu unjammen, meine Movement-Aktion und meine normale Aktion. Und jetzt habe ich hier noch eine Bullet drauf. Meine Kampfaktion nutze ich nämlich, um diese Bullet-Aktion zu benutzen. Und darum will ich euch das zeigen. Vorher muss ich einen ablegen, den ich noch habe, und mache damit Area Damage mit dieser Fernkampfwaffe. Ja, ich nutze ebenfalls meinen Rucksack, so dass die Waffe nicht wieder jammen kann erst einmal. Und ja, es geht direkt los. 3 rote Würfel
und ich mache Area Damage. Ich schieße in diesen und treffe damit beide. Das ist ganz wichtig. 1, 2, 3 Treffer und ich habe einen Blitz. Das ist super. Ich jamme, das kann ich ja nicht wieder, aber ich gebe eine Bullet ab. Man darf pro Runde nur eine Bullet abgeben. Da die jetzt aber sowieso keine mehr hat, keine Bullets, kann ich diese Fähigkeit, die Waffe eh nicht mehr nächste Runde benutzen. Also hätte ich eigentlich auch gar nicht die Jam-Sache nutzen müssen. War dumm. Egal. 3 Treffer und das Blitz-Symbol. Das heißt, ich fange als erstes an, mit ihm zu verteidigen. Mit dem Grünen hier. Der war's, der Totenkopf und dieses hier. So, ich habe 3 Treffer gelandet, ein Schild. Er hat schon 2, das heißt, in Summe bin ich bei 4 Schaden. Und das reicht für den. Er regeneriert nicht vor, das heißt, dieser hier stirbt. Ja, durch den Gekillten kriege ich den sofort wieder. Ich habe aber hier Area Damage gemacht, also der auch. Das heißt, 3 Schaden vorweg und ich würfel. Ein Schild, das heißt auch für ihn 2 Treffer. Boom! Ja, das war doch sehr, sehr erfolgreich. Ich habe den Grünen gekillt. Der Alien fliegt also auch erst einmal raus. Ja, und dann war das auch meine Aktion. Ich habe ja geunjammt, alles das gemacht. Ja, leider kann ich diese Waffe jetzt so nicht mehr benutzen, weil ich keine Munition mehr habe. Aber wir kommen zum Close Encounter. Alle Aliens aktivieren, ja. Und das könnte jetzt relativ ärgerlich werden. Der dran ist, was hat der denn? Ich attackiere mit den Jaws. Das sind 3 rote und das Blitzsymbol macht einen automatischen Schaden. Also 3 rote. 1, 2, 3, 4 plus das Blitzsymbol 5 Schaden. Wow. Wir erinnern uns, die Armor von ihm besagt hier, ich darf alle Fehler wieder rerollen. Das mache ich auch gerne. Aber 5 erst einmal nehmen. Und ich müsste dazu auch einen Blitz. 1, 2, Verteidigung. Ich habe einen Blitz. Ich habe einen zweiten Blitz. Und ich habe einen Totenkopf. Ja, das heißt also, ich darf alle Misses wiederholen. Das mache ich auch. Und habe nochmal 3 Schilde. Wow, guckt euch das an. 1, 2, 3, 4, 5. Keinen Schaden genommen. So, als Reaktion darf dieser natürlich seine Waffe einsetzen und zurückschießen. 2 und da ein Point Blank ist, also Nahkampfreichweite, 3. Und hier gilt, jeder Blitz ist ein extra Treffer. 1, 2 Treffer. Das ist nicht ultra viel, aber besser als gar nichts. Und gucken wir mal, was der verteidigt. Er verteidigt nichts. Ein Blitz hat der blaue Spinecutter nicht. Das heißt 2 Treffer. Das war doch eine sehr erfolgreiche Runde. Dieser hier geht jetzt zu dem meistverwundeten. Das ist 1, 2. Er würde gerne ebenfalls in Close Combat gehen, kann er aber nicht. Ja, und damit haben wir das Ende dieser wirklich mehr als spannenden Runde erreicht. Leider ist die Waffe alle. Ich würde ja so gerne nochmal hier reinschießen. Das kann ich nicht. Gucken wir uns am Ende noch das Event an. Und wow, Clear Weather, ein neuer Wettereffekt. Damit wird er also überschrieben. Damit habe ich keinen Wettereffekt mehr, also nicht mehr meine Restriktion auf das Movement. Signale habe ich nicht und Teleporter. Wenn weniger Aliens sind als Leute, dann würde was reinkommen, aber selbst bei 2 nichts. Ja, damit wird hier dieser Effekt überschrieben und es geht in die nächste Runde. Jetzt kann ich mir überlegen, wer von denen startet und auch diese Runde startet ziemlich sicher wieder er. Warum? Naja, das ist natürlich klar, der soll ja jetzt hier einen der abknallen, am besten den im Nahkampf und dann geht es weiter. Ganz kurz, sobald ich 4 habe, werden die am Ende der Runde abgegeben. Das habe ich ja nun hier und ich darf mir in der Phase etwas Neues aussuchen. Was passiert also? Wir gehen wieder in die Refresh-Phase. Dieses hier wird refreshed. Alles andere soweit. Die Waffe ist jetzt natürlich blöderweise weg. Dann Alpha Agent wird ermittelt. Da habe ich schon gesagt, das bleibt der Sniper. Dann
GD-Wings habe ich nicht mehr, danach Reinforcements. Die Tatsache, dass der hier keine Waffe mehr hat, bringt mich dazu, eine neue Waffe anzufordern. Und zwar sind in diesem Waffenstapel für jeden Charakter zwei drin. Den und den und den und den. So, es gibt eben auch ganz viele, die für andere Charaktere sind. Dieser hier zum Beispiel war für Hulk, der fliegt also raus. Diese hier ist für, was ist das denn? Ebenfalls für Hulk, fliegt auch raus. Was ist das hier für eine? Oh, das ist hoffentlich nichts für mich. Ja, wenn du nicht zoomen kannst, dann wird es nie was. Das ist der Marine Leader, der Eagle 2. Schade. Damit überbaue ich nur die Nahkampfwaffe. Warum wäre das wichtig gewesen? Dieser hat ja keine Munition mehr. Ja, die hätte man sonst nehmen können. Um das anzuzeigen, baue ich da jetzt einfach so einen rauf. Denn die wird nie wieder Munition kriegen. So, diese Teile hier fliegen natürlich raus, die nicht zu mir gehören. Und das heißt, ich muss jetzt wieder auf eine neue Waffe warten. Gucken wir mal, ob der Missionsstatus geschafft ist. Natürlich nicht, denn ich habe erst ein Signal umgedreht. Ja, und damit kommen wir wieder in die Phase, dass als allererstes der Sniper dran ist. Der Sniper schießt natürlich hier auf diesen Spinequitter, warum auch nicht, mit seiner wunderbaren Waffe. Vier Würfel darf er nehmen und wir erinnern uns dran, Jam kann er nicht. So, ich habe hier 1, 2 und einen Blitz, das heißt, er darf nicht Jam, hätte ich aber nicht gewürfelt. 2. In der Hoffnung, dass es reicht, würfelt der andere 2 zur Verteidigung. Ein Schild, das heißt, ich kriege nur einen Schaden, macht zusammen 3. Das reicht mir natürlich irgendwie nicht ganz. Dennoch, ich habe mich beschlossen zu bewegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und noch ein extra 5. Warum? Das sage ich euch ganz genau. Und ich face hierhin, auch wenn im Rücken gleich welche kommen. Mit meiner Basisaktion darf ich mich einen weiteren bewegen. Und damit wird die auch benutzt. Warum habe ich das gemacht? Naja, ich will natürlich jetzt hierhin schnell möglichst. Und der muss jetzt alleine klarkommen hier, der Agent. So, und was habe ich? Ja, wunderbar. Das ist auch interessant. Ich darf alle aktivieren, alle Agents, die zum Alpha Agent dran sind. Ich habe keinen zum Alpha Agent. Ich nehme mal die Waffen hier wieder weg. Das heißt, diese Runde geht auch vorbei, ohne dass Dart gekämpft wird. Das ist nicht schlecht. Damit ist er dran und er versucht natürlich auch im Nahkampf den umzubringen. Er hat jetzt nur noch seine Eagle-Waffe. Das müssen wir immer schön im Kopf behalten. Die hat jetzt 3 blaue Würfel. Aber im Nahkampf darf sie natürlich einen extra würfeln. Und das Blitzsymbol macht auf jeden Fall einen Schaden mehr. Also, 4 blaue Würfel. Immerhin ist die ja etwas verbessert worden. Und ich hoffe mal auf wenigstens 1 oder 2 Treffer. Ein Symbol, 2 Symbol und leider gejammt. Ja, so viel Pech kann man haben. Also auch die Waffe noch gejammt. So, aber immerhin 2 Treffer. Das heißt, ich mache auch 2 Defensivwürfel. Ein Schild nur, 1 Energie, aber die haben keine Energie. Das heißt, 1 Treffer und damit ist der tot. Leider, und das muss man dummerweise sagen, haben die einen ziemlich ekligen Effekt. Jeder angrenzende Agent kriegt 2 Treffer, wenn so einer stirbt. Gut, die Technologie fliegt erstmal raus. Ich darf natürlich meine Armor dagegen rollen. Das darf ich probieren. Hier habe ich einen Armor, das heißt, ich kriege einen weiteren Schadenspunkt. Und jetzt habe ich schon mal 3 verloren. Der Arme kriegt immer mehr. So, er könnte sich jetzt noch bewegen. 1, 2, 3, 4 hätte er. Würde es schon sehr nah da hinten hinkommen, wo er eigentlich will. Oder aber er unjammt die. Natürlich muss er die unjammen und damit seine Aktion und seine Move-Sache aufgeben. Ich hätte lieber doch mein Ding nehmen sollen. Aber irgendwie vergesse ich das immer. Wie blöd. Am Ende seiner Runde kommt das drin. Aktiviere alle blauen und jetzt nutze ich meine Reaktionsfähigkeit hier und werde als allererstes hier auf ihn schießen. Das mache ich wieder mit 4 blauen Würfeln und hoffe, ihn auszunocken.
Jetzt wollen wir es mal drauf ankommen lassen. Einer und ein Schusssymbol, also das heißt zwei Treffer gelandet. Er darf zwei verteidigen. Und man gucke, kein Symbol. Das heißt, zack, gekillt, auch raus. Neben ihm steht keiner. Super, alles überlebt. Ja, damit habe ich auch meine Reaktion benutzt. Und es ist sogar auch dann schon die Runde zu Ende. Und damit ziehen wir wieder ein Event. Das ist der EMP Storm. Damit kann ich die nächste Runde keine Blitze nutzen und teleporten, kommt immerhin ein neuer Blip rein. Ja, das ist jetzt nicht das Schlimmste, auch wenn ich natürlich genau weiß, dass es auf jeden Fall ein Alien ist. Das kommt hier rein, das Schildsymbol. Also da, wunderbar, ist natürlich ein Alien. Gucken wir mal, was es ist hier. Und es muss ja ein Xenobeta sein. Warum muss es das sein? Ja, weil genau genommen alle Aliens einmal durch sind und es ist ein grüner. Der startet dann hier nächste Runde. Wunderbar, damit haben wir die Runde geschafft. Ich habe wieder Leute gekillt, das heißt, ich kriege sogar wieder ein Fragment. Taktiken kann ich nicht mehr würfeln. Nächste Runde kann ich wieder eingeben hier, dass ich alles benutze, was ich nicht benutzt habe. Und so weiter und so fort. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Runde von Galaxy Defenders. Cyrils-Brettspiele durchgespielt mit Nils. Wenn ich die Kamera wieder anschalte. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.